Willkommen zurück hier bei Book of Unwritten Tales. Ja, danke. Ich hab schöner Tisch jetzt zu Beginn. Wir sind immer noch auf der Suche nach einem Geschenk für die Chantal. Ich hab's Gefühl, es hat irgendwas mit dem Zerstäuber zu tun. Allerdings, das Wasser reicht irgendwie noch nicht aus. Deswegen würde ich sagen, schauen wir nochmal nach Lorem Ipsum rüber. Und schauen, ob wir irgendwie in diese blöde Pyramide reinkommen. Schauen wir uns nochmal um. Es hat irgendwas hiermit zu tun. Und wir haben ja in der letzten Folge haben wir auch geguckt, was wir mit dieser Steinplatte machen können. Und ja, mir ist jetzt gerade eben vorhin eingefallen, wir haben ja auch ihn zum Reden. Er müsste das ja eigentlich kennen. Aber ja, mit ihm können wir wohl offenbar nicht reden. Können wir nochmal mit der Mumie direkt reden? Hat sie irgendwas zum Sagen? Hi. Wer sind Sie? Und was tun Sie hier? Ah, Mortimer. Ach, guck. Ich habe diese Steinplatte gefunden. Was steht da? Da steht, danke, dass Sie sich für den Kauf einer Pyramide-Modell-Weltwunder entschieden haben. In drei Sprachen. Es ist eine Betriebsanleitung? Unsere untergegangenen Tempel konnten recht kompliziert werden. Steht da, wie man die Pyramide öffnen kann? Nutzungsbedingungen, Gewährleistung, Reinigung. Da! Richten Sie die Pyramide genau nach Norden aus. Positionieren Sie Obelisk A mit Hilfe von Holzstift F in die Vertiefung G auf Steinsockel B. Wir empfehlen für den Aufbau Sklaven, nicht im Lieferumfang enthalten. Jeden Tag um 3 Uhr nachmittags zeigt der Schatten des Obelisken auf den Stein, mit dem man den geheimen Zugang öffnen kann. Warum schreiben Sie nicht einfach, welchen Stein man drücken muss? Wer schreibt denn sowas? Ich muss weiter. Okay. Tschüss. Also, wir müssen hier irgendwie das Ganze aufmachen. Hi. Ich glaube, wir haben uns schon mal gesehen, oder? Yep. Ich soll also einen Obelisken B auf eine Platte F stellen. Oder so ähnlich. Wovon sprichst du? Von der Anleitung. Der Schatten des Obelisken soll um 3 Uhr... Ständig erzählst du so zusammenhangloses Zeug. Das ist sehr irritierend. Und außerdem braucht man ein Fahrrad, muss 2 in die linke Spalte schreiben und dann warten, bis das Ganze schön braun gebraten ist. In der Anleitung steht etwas von einem Holzstift. Und in der Vertiefung des Steinsockels steckte noch etwas vergammeltes Holz. Ja, wir hatten immer Probleme mit den Holzstiften. Holz ist leicht zu bearbeiten, aber nicht so beständig wie Stein. Ich habe in Mortimers Hütte etwas ganz Neues entdeckt. Metall. Nein. Ja, aber keine Bronze. Viel härter, viel beständiger. Ich nenne es hässliche Superbronze. Ich habe eine Probe davon mitgebracht. Ja, dann lese mir doch mal. Wegen der hässlichen Superbronze. Der was? Dem Metall, das du in Mortimers Haus gefunden hast. Wer hat dir davon erzählt? Du! Mit dem Metall könnte man ganz neue Arten von Waffen bauen. Holz- und Bronzewaffen wären nutzlos. Niemand darf davon erfahren, bis Lorem Ipsum die Geheimnisse dieses Werkstoffs ergründet hat. Ja? Du hast recht. Lass uns das Metall zum Wohle Lorem Ipsums untersuchen. Unbedingt. Ja, wenn wir eines Tages faul werden und uns auf unseren Lorbeeren ausruhen, könnte das der Untergang der Stadt sein. Das wollen wir doch nicht. Nein, warte hier. Yeah.
Was wollte ich nochmal holen? Ich wollte dich nur verschaukeln. Ich vergesse nie etwas. Nein! Danke. Wofür? Ja. Diese Vertiefung da, was ist das? Das ist eine Sonnenuhr. Wofür muss die Sonne wissen, wie spät es ist? Nein, die Sonne sagt uns, wie spät es ist. Und woher weiß die Sonne, wie spät es ist? Keine Ahnung. Der Schatten des kleinen Stabs in der Mitte der Uhr zeigt uns auf jeden Fall an, wann es Zeit ist, Dinge zu tun. Da ist kein Stab in der Mitte der Uhr. Dann muss sie kaputt gegangen sein. Ich glaube, es ist noch mehr kaputt gegangen. Sah es hier früher nicht ganz anders aus? Ja, Ich soll also einen Obelisken beten. Wovon spricht? Von der Anständen und ab. Okay. Ich muss weiter. Dann probieren wir jetzt mal den Obelisken Tschüss. Zum Reparieren. Tschüss! Rohr in die Öffnung. Passt genau. So, und jetzt, das hier nehmen wir dann für die Sonnenuhr. Das Schilfrohr wirft einen dünnen Schatten auf die Zahlen und Linien im Inneren der Uhr. Ist doch perfekt. Die Uhr ist repariert. Fehlt noch der Obelisk. Okay, wir müssen irgendwie den hier... Ich schätze, das ist der Obelisk, von dem in der Betriebsanleitung gesprochen wird. Einen anderen sehe ich zumindest nicht. Aber der wird zu schwer sein. Soll ich den Obelisk auf das Podest bekommen? Er dürfte locker eine Tonne wiegen. Ja, wir haben doch die Mary, oder? Ich schätze, das ist der Obelisk. Wie soll ich den Obelisk auf das... Ja, okay, wir müssen mal hoch aufs Schiff. Ob wir... Ach, da läuft's. Seil mit... Vorsicht dort unten. Vielleicht sollte ich das nächste Mal erst rufen und dann etwas unterwerfen. Sehr gute Idee. Okay. Benutze das Seil mit Obelisk. Die Mary müsste genug Kraft haben, um den Obelisken auf das Podest zu hieven. Und das Rohr dient als neues Verbindungsstück K oder was auch immer. Einmal angepackt. Los geht's! Zieh, meine Dicke! Das will ich nicht gehört haben! Na los, du schaffst es! Okay, rüber. In Ordnung. Jetzt ganz langsam. Gut gemacht, Mary! Hast du etwa an mir gezweifelt, Kleiner? Okay, dann müssen wir nur noch die Uhrzeit abwarten. In Ordnung. Es ist Viertel nach vor. Drei Uhr. Der Schatten des Obelisken fällt genau auf den Stein. Der muss es sein. Okay, dann drücken wir den nochmal rein. Das ist es. Oh, wir haben eine Grabkammer gefunden. Dann auf rein in die Pyramide. Also los. Ich würde an eurer Stelle dann nicht einfach reingehen. Fallen. Viele Fallen. Mortimer hat es gerade so geschafft. Und Mortimer ist Mortimer. Er war in der Pyramide? Na klar. Er ist ein Archäologe. Die gehen immer dahin, wo es die meisten Fallen gibt. Weißt du, wie die Fallen da drin funktionieren? Natürlich. Ich habe einige selber erfunden. Ich bin Ingenieur, glaube ich. Wie wäre es, wenn du uns begleiten würdest? Da rein? Ist das nicht voller Fallen? Komm schon. Ich dachte, Gefahr sei dein zweiter Vorname. Tatsächlich? Das ist ein mehr als seltsamer Name.
Günther oder Waltraud, das sind gute Namen. Mortimer heißt Alfred mit zweitem Vornamen. Nun komm schon, rein in die Pyramide. Da rein? Da ist es gefährlich. Es ist wichtig. Wir brauchen das Buch der Toten, um einen Freund zurück in diese Welt zu holen. Und er weiß vielleicht etwas über ein großes Übel, das sich regt. Es ist wie mein weiser Vater immer sagte. Kojote, Schlange, Vogel, der nach links guckt, Sonne, Sonne, Wellenlinien, Ausrufezeichen. Was? Ja, er war sehr redegewandt. Und er wäre auch nicht einfach so in eine Pyramide voller Fallen gegangen. Ja, Vogel, der nach links guckt. Vielleicht sollten wir tatsächlich nicht unvorbereitet in die Pyramide gehen. Ach komm schon, Gefahr ist mein zweiter Vorname. Na! Außerdem ist es wichtig, ein großes Übel regt sich. Du kannst mich da nicht alleine hineingehen lassen. Du musst mitkommen. Dann muss es wohl sein. Ich gewinne jede Diskussion, das war schon immer so. Oh nein! Nimm mich auf die Schultern. Muss das sein? Hopp, hopp. Wir haben 40 Tage in der Wüste vor uns. Wir wollen in die Pyramide. Hm? Ah, ja. Sicher, sicher. Oh mein Gott, der wird uns doch niemals an den Fallen vorbeibringen. Oh, hör auf, mir ins Ohr zu schnaufen. Ich schnaufe nicht. Vorwärts, mein stolzes Kamel. Okay. Wir sind in der Pyramide. Hütte. Ja. Da hinten ist auch schon die erste Falle wohl offenbar. Und wir brauchen hier wahrscheinlich ein paar Sachen. Betrachte die Tür. Ein verdächtiges schwarzes Loch in der Wand. Da muss man seinen Arm reinstecken. Oh, ganz tolle Sicher? Idee. Ja, manchmal gibt es Schalter am Ende der Löcher und manchmal wird einem der Arm abgehackt. Ich bin mir fast sicher, dass da drin ein Schalter ist. Also nochmal, du sagst, wenn ich meinen Arm da reinstecke, wird er mir nicht abgehackt? Woher soll ich denn das wissen? Hier ist tatsächlich so etwas wie ein Hebel. Zieh daran! Ja! Nicht loslassen! Die Tür öffnet sich! Toll! Budulutbut! Ja, kaputt! Budulutbut! Okay, Da brauchen wir wohl offenbar noch irgendwas, damit wir diese Tür arretieren können. Hier haben wir noch einen Krabbeler. Vasen, Katzenfiguren, ein Holzstuhl. Warum ist hier nur dieser Schrott und keine Schätze? Was willst du mit Schätzen im Jenseits? Auf einem Stuhl kannst du sitzen. Okay, nehmen wir was. Als echter Grabräuber muss ich doch wenigstens irgendwas mitnehmen. Wie wär's hiermit? Ein uralter Spiegel, würde ich sagen. Den darfst du nicht einfach mitnehmen. Das ist der erste Spiegel, der jemals hergestellt wurde. Und? Pharao Tutut war sehr auf sein Äußeres bedacht. Er braucht den Spiegel. Nicht mehr, da bin ich mir ziemlich sicher. Okay, wäre das nicht ein Geschenk für die Chantal? Was haben wir hier drüben noch? Da hinten gibt's auch noch. Hier gibt's auch noch Krabbeilagen. Die Pyramide diente anscheinend nicht nur als letzte Ruhestätte des Pharao, sondern auch als Rumpelkammer. Nein, das sind wertvolle Grabbeigaben. Der Pharao soll im Jenseits auf nichts verzichten müssen. Saatgut? Für den Fall, dass es im Jenseits eine Hungersnot gibt. Okay. Ein Streitwagen, ein Boot, Waffen, Lebensmittel? Da wünscht man sich fast selber tot zu sein. Aber nein! Der Pharao hat sich danach gesehnt, ewig zu leben. Deswegen hat er das Buch der Toten schreiben lassen.
In ihm steht alles, was die Weisen über den Tod in Erfahrung bringen konnten. Glaubst du, das Buch kann einem ewiges Leben schenken? Beim alten Tutut hat es nicht funktioniert, würde ich sagen. Okay, was haben wir hier eine noch? Eine Presse für Olivenöl oder etwas in der Art. Ich würde im Jenseits ja lieber ausspannen wollen, anstatt zu arbeiten. Der Pharao bedient die Geräte selbstverständlich nicht selber. Mit ihm wurden Hunderte seiner treuesten Sklaven begraben. Ich sehe nirgendwo Gebeine. Ich schätze mal, mit der Treue haben es sich die Sklaven noch mal überlegt, nachdem der Pharao tot war. Mit so einem Ding kann man das Öl aus Oliven und sogar Nüssen und anderen harten Früchten pressen. Okay, können wir damit die Samenkörner? Nein, die Samen liegen seit tausenden von Jahren her. Jegliche Feuchtigkeit hat sich schon vor langer Zeit verflüchtigt. Aber wir haben die Blume? Das sollte funktionieren. In Ordnung. Ich habe das Öl aus der Blüte gepresst. Es ist klebrig und riecht stark. Das ist doch gut. Dann verwenden wir das doch mit... Alles drin. Und haben damit ein Parfüm. Ah, ein Geschenk für... Na, ich hoffe, das ist jetzt ein Geschenk. Ja, es wird ja wohl für die Chantal gerade genug gut genug sein. Man kann die Hand nicht vor Augen sehen. Na und? Einfach rein! Hopp, hopp! Ich werde auf keinen Fall in einen stockdunklen Raum gehen. Ich hatte noch nie so ein stures Kamel. Und unbequem bist du irgendwie auch. Trippeln tausender kleiner Füße. Ach, das ist bestimmt nichts. Einfach rein. Okay, hier kriegen wir wohl gar nichts mehr. Dann schauen wir uns... Da drüben noch um. Am Boden der Fallgrube warten einige garstige Spieße und einige Skarabäen wuseln zwischen ihnen. Ich würde vorschlagen, dass wir nicht in die Grube fallen. Sehr gute Idee. An der Mauer entlang? Kommen wir dann nicht durch? Doch, kommen wir. Diese Säule sieht merkwürdig aus. Nein, das ist eine ganz normale Säule. Sicher? Pass auf, Nate! Warum fragst du mich nicht, bevor du dich in Gefahr bringst? Okay, da kommen wir wohl offenbar nicht dran vorbei. Selbst wenn ich über diese Fallgrube komme, spätestens bei der Steinkugel ist Schluss. Die Kugel sollte den Eingang zur Grabkammer nur im Notfall blockieren. Ich schätze, Mortimer hat die Falle ausgelöst, als er sich hier umgesehen hat. Okay, und... Dieser Teil der Säule schnellt hervor, wenn man einen Mechanismus im Boden auslöst. Bist du sicher? Ja, bin ich. Ich würde ja rüberspringen, aber ich weiß nicht, ob es auf der anderen Seite der Druckplatte eine weitere Falle gibt. Okay, und da einfach mal zum Gucken mit irgendwie, dass wir irgendeinen Stein hinlegen... Oder hier eine schwere Holzplanke. Das Brett ist nicht lang genug, um damit die Grube zu überbrücken. Nein! Und schräg reinlegen will ich es auch nicht. Am Ende krabbeln die Käfer noch hoch. Okay, ich dachte, so können wir irgendwie die Fallgrube irgendwie hier an der Seite das Ganze. Okay, naja, wir haben, glaube ich, jetzt auf jeden Fall das Geschenk für die kleine Chantal. Dann können wir der doch jetzt das Geschenk bringen dann. Und ja, sie damit besänftigen hier. Ein uralter Spiegel oder... Können wir den hier noch irgendwie benutzen? Nee, auch nicht. Da irgendwie stemme die Tür auf. Geht das? Handwerklich saubere Arbeit. Kein Spalt, in den ich das Brett stecken könnte. Ah, schade. Okay, dann schauen wir jetzt in der nächsten Folge rüber. Na, das können wir doch auch hier machen. Hör zu, Kleiner. Ich muss draußen noch etwas erledigen. Ich setz dich hier hin und nehme dich mit, wenn ich zurückkomme. Na gut. Okay, dann auf zurück nach Truba. Nein, falsches A. Spiel fortsetzen. Auf zurück nach
Tugato. Los. Genau. Und ja. Dann überbringen wir jetzt das Geschenk. Aber das seht ihr dann morgen in einer neuen Folge mit der kleinen Chantal, mit einem weißen Hasen und mit einem verrückten Hut machen. Ich danke dir vielmals fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann morgen. Bis dann. Ciao, ciao.